Ihr Menschen könnt den Segen göttlicher Offenbarungen nicht ermessen. Ansonsten ihr nicht forschen und grübeln würdet, sondern euch nur daran zu halten braucht, was euch von oben zugeht, als Ausstrahlung göttlicher Liebe. Solange ihr aber in Überheblichkeit glaubt, euch selbst das Wissen erringen zu müssen und nicht nehmen wollt, was euch gegeben wird, erkennt ihr auch das Wahre nicht an, weil es euch zu einfach erscheint. Ihr wisst nicht das Geistesgut zu schätzen, das seinen Ausgang hat im geistigen Reich. Ihr seid voreingenommen, so wie es euch an die Kirche gemahnt, die ihr nicht gelten lassen wollt, so wie euch überfragen, die das Evangelium betreffen, Aufschluss gegeben wird. Ihr nehmt aber auch Anstoß an den Wissen, das überirdisches Wissen hinausragt, weil ihr alles zu beweisen sucht, was ihr als Wahrheit annehmen sollt. Ihr forscht mit dem Verstand, wo das Herz nur zu lauschen brauchte, weil ihr alle die Wahrheit in euch habt und Besitz von ihr ergreifen könnt, so ihr nur glauben würdet. Und zum Glauben sucht ihr zu gelangen wieder auf den Weg des Forschens und Grübelns. Ihr wollt das, was ihr glauben sollt, zu ergründen suchen, was euch aber zum lebendigen Glauben verhilft, das lasst ihr außer Acht. Ein wahrhaft kindliches Gemüt bringt euch weiter, als schärfster Verstand euch zu bringen vermag, und was ihr in kindlicher Einfalt euch erbittet vom Vater, das empfängt ihr. Darum sollt ihr als erstes darum bitten, dass er euch in die Wahrheit leitet. Dieses Gebet kann nun wieder nur der Mensch verrichten, der durch Werke der Liebe sich innerlich verbunden fühlt mit der ewigen Liebe selbst, die auch die ewige Wahrheit ist. Und daraus geht hervor, dass unbedingt die Liebe geübt werden muss, um zur Wahrheit zu gelangen. Der Eingang zur Wahrheit ist unwiderruflich die Liebe, weshalb Jesus die Worte gesprochen hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn der Mensch Jesus verkörperte die Liebe und zeigte also den Menschen den einzigen Weg, der zur Wahrheit führt und daraus hervorgehend zum ewigen Leben. Dann wird jeder Gedanke recht sein, jeder Gedanke wird als lebendiger Glaube das Herz des Menschen erfüllen. Dann kann sich der Mensch nur in der Wahrheit bewegen, ohne verstandesmäßig Beweise zu fordern und zu erbringen. Dann ist allein das Herz, das Empfinden maßgebend, was der Mensch als alleinige Wahrheit annehmen kann und will. Und dieses Empfinden des Herzens sind göttliche Offenbarungen, die zwar nicht offensichtlich erkenntlich sind als solche, im Gegensatz zu denen, die das Wirken des Geistes bezeugen dem, der guten Willens ist. Denn ein offensichtlicher Beweis dafür würde als Glaubenszwang betrachtet werden müssen, also muss es den Menschen immer noch frei bleiben, göttliche Offenbarungen abzulehnen, was er stets tun wird, so er nicht ernstlich nach der Wahrheit trachtet und ein Leben ohne Liebe führt. Einem liebenden Menschen kann Gott sich leicht offenbaren, denn er nimmt mit seinem Herzen die Offenbarungen entgegen und dieses
erkennt die Stimme des Vaters. Der Verstand eines lieblosen Menschen dagegen ist nicht fähig, Sendungen aus dem geistigen Reich zu erkennen, und also lehnt er sie ab. Doch nimmermehr wird er auf einem anderen Weg zum Ziel, zur Wahrheit gelangen, denn Gott selbst stellt die Bedingungen, unter denen er die Wahrheit austeilt, und daher wird immer leer ausgehen, der diese Bedingungen nicht erfüllt. Amen.